Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Moin. Moin, was gibt's Neues, Rudi? Das weiß ich nicht. Es ist Sonntag, die Sonne scheint. Da ist wohl Es nicht ist so. ruhig. Ja, es ist nicht Kein so viel Kärchern, keine Rasenmäher, los. kein Holz. Gott sei Dank. Auf dem Land ist es dann schön. Also Samstag ist schlimm, aber der Sonntag ist dann die doppelte Erholung. Das ist gut so. Und wir lassen die Leute wieder nicht in Ruhe. Schlimm, oder? Eintracht hat 3-1 gewonnen gestern. Das freut auch manche hier in der Gegend. Also, was soll's? Nee, die Lautra haben verloren, das war nicht so schön. Aber muss man mitleben, hilft ja alles nichts. Ne? So das Leben, der eine gewinnt, der andere verliert. Ja, wer hat denn verloren? Wieder ein paar Geiseln haben verloren. Die hat man kurzfristig ermordet, was mir zeigt, dass die Hamas gar nicht verhandeln will, eigentlich. Ja, Die wollen das. ihr Ding durchziehen. Irgendwo aus ihrer verdrehten Ideologie ist das ja auch konsequent, aber ja, Schon irre. menschenverachtend halt. Schon Menschen verachten, wirklich. Also wer sich in Kindergärten, Krankenhäusern versteckt und dort Raketenwerfer aufbaut, also ich kann da beim besten Willen nicht nachvollziehen, dass es noch Menschen gibt, die sich schützen vor die Stellen. Ne? Das ist ja, kann nicht sein. Naja, andererseits das Not der Bevölkerung in Gaza, überhaupt die Palästinenser in dem Gebiet, die ist natürlich groß, die ist jahrzehntelang. Ja, ob Das man ist sich ein dann so am weites. Ende verhalten muss, weiß ich nicht, aber es führt natürlich dazu, dass Menschen sich so verhalten und dann die Hamas und ähnliche Organisationen eben gut finden, ja, und ihnen folgen. Ist folgerichtig, verständlich, aber gut ist es nicht. Nee, das ist alles ein bisschen abartig. Können wir nicht akzeptieren, weder das eine noch das andere. Da gehört ein bisschen mehr Frieden hin, gerade am Antikriegstag heute. Es jährt sich der Tag, seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Schlimm, schlimm. Ja, Ja, inszenierter Krieg, ist halt so. haben wir Schlimmer jetzt. jeden Tag. Von diesen Tagen haben wir jedes Jahr immer wieder dieselben. Es ist wichtig, dass man darauf hinweist, was daraus geworden ist, aus diesem Zurückschießen. Wenn wir Genau. nicht drum hinkommen, irgendwann haben wir nur noch solche Tage. Ja, es ist schon entsetzlich, wie wenig sich die Welt zum Positiven verändert hat. Wir müssen schon noch einen Schlag zulegen. Auf der anderen Seite kann man sicherlich nicht Völkern zumuten, sich einfach auf den Rücken zu legen und die Kehle hinzuhalten, auch dass andere sie durchschneiden. So kann es ja nun auch nicht sein. Ne? Da gehört schon etwas mehr, vielleicht auch Völkerrecht dazu, mehr UN-Macht dazu. Man kann nicht eine Weltgemeinschaftsorganisation begründen mit einem Vetorecht der Spitzen, in Anführungszeichen, elitären Länder, die dann alles verhindern können. Also das finde ich so eine halbgelungene Mischung. Ja, Konsequenz aus der Interessenpolitik, wie sie aus dem Nationalismus heraus geboren wurde, das haben wir noch nicht überwunden, werden wir wahrscheinlich auch nicht überwinden. Ist ja in der EU ähnlich, dass es da Vetorechte gibt. Nein, das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste die Menschheit da vernünftiger werden. Das bedeutet aber auch, dass die Wähler vernünftiger werden müssen. Wir werden es ja heute Abend um 18 Uhr sehen, wie unvernünftig da die Wähler geworden sind. Wenn AfD und BSW die absolute Mehrheit haben, ohne miteinander regieren zu wollen, das ist ja noch nicht mal die Frage, aber die können ja jede Regierungsbildung können sie ja verhindern. Ja? Ja. Sie haben immer mehr Nein-Stimmen im Falle, ja? Die können es einfach tun. Ja, das Schlimme Aber ist. gut, okay. Die Konsequenzen müssen Ja. halt die Sachsen und die Thüringer dann mal zu spüren kriegen. Dann muss es eben Neuwahlen geben und dann muss man gucken, wie lange wählt man neu. Ja. Ja. Naja, ich meine, Gott sei Dank, die Wirtschaft hat sich ja mal ausnahmsweise eindeutig positioniert. Das fand ich schon mal gut, dass auch die Wirtschaftsfürsten gesagt haben, nee, ihr behindert uns in unserem internationalen Handel und wir leben nicht auf einer Insel, immerhin. Nur es ist schon erbärmlich. Die Thüringer waren schon mal verantwortlich dafür, von den vorhin von mir zitierten Satz, da waren sie nicht unbeteiligt dran.
Irgendwie scheint da epigenetisch eine Fehlsteuerung da zu sein bei denen. Das ist schon dramatisch. Naja, ich will jetzt kein Thüringer-Bashing betreiben. Ich bin ja selbst ein Thüringer, nur es scheint viele zu geben, die nicht so richtig mit dem Kopf arbeiten bei dieser Entscheidung. Da werden aus dem Bauch raus Entscheidungen getroffen und Versagen der Geschichtslehre aus Hessen zum Heiland hochstilisiert. Das ist schon peinlich. Ja, es ist mehr als peinlich. Aber nur gut. Altes Gewerkschaftersprichwort: erst wenn es gar nicht mehr anders geht, dann geht es anders. Das stimmt. Man wird lernen müssen. Da wir eine föderale Struktur haben, können wir nicht so verlieren wie damals in der Weimarer Republik. Von daher, ich habe große Bedenken hinsichtlich der Demokratie und auch hinsichtlich der Aufgaben, die ja jetzt eigentlich zu erledigen wären, die keine Erledigung finden, weil es keine ordentlichen Regierungen geben könnte. Habe ich so meine Bedenken, hilft niemanden, aber wir werden da alle durch müssen. So einfach ist das. Ja, ich finde es erschreckend, wie sehr die Döpfner-Mädchen in der Lage sind, auch eine Regierung zu demontieren, was sie ja ganz gezielt gemacht haben in den letzten 3 Jahren mit der Ampel, statt wahrzunehmen, dass endlich mal Veränderungen erfolgen, dass tatsächlich was geändert wird, dass sich Bürokratie zurückgeschoben wird, dass man Infrastruktur erneuert, dass man all die Dinge angeht, die Merkel 16 Jahre hat liegen lassen, wird einfach gebasht, ohne Sinn, ohne Verstand, nur damit man genau die Leute, die 16 Jahre nichts gemacht haben, wie Fritze Merz und Co., wieder ans Ruder bringt. Wobei ich davon absolut nicht überzeugt bin, dass das auch nur im Ansatz funktioniert mit diesem Ampelbashing. Das ist der pure geistige Unfug, den diese Redakteure da betreiben. Heute schreien sie, schiebt ab, morgen schreien sie, es wird zu viel abgeschoben und wo bleiben die Menschenrechte? Sie finden immer einen Grund zum Schreien. Es ist erbärmlich. Ja, ich fand es ganz gut, was ich gestern gelesen habe, irgendwo in den sozialen Netzwerken. Da gab es so einen kleinen Beitrag, dass ein Solinger Attentat die Regierung alle dazu bringt, hyperaktiv zu werden. Als die Morde in Hanau geschahen, da hat man eben weiter Fasching gefeiert. Ja. Jetzt hat eine wohl Deutsche, Ja. weiß ich nicht, auch mit dem Messer um sich Ja, natürlich nur gestochen. Deutsche. Auch Ja. da ist relativ ruhig, gerade auf der Seite von AfD oder BSW oder so, da hörst du nicht einen Kommentar. Ja. Ja. Aber Lindemann und Co. fordern jetzt endlich mehr als Eintagsflüge fliegen. Sorry, die wissen doch ganz genau, wie dieser eine Flug zustande gekommen ist. Da musste man die Kataris bitten, dass die ihm einspringen. Ja? Drittländer, mit denen ansonsten auch sie ungern was zu tun haben, weil das ja auch die ganz bösen islamistischen Buben sind. Ah, nein. Ja. Ja, das ist alles Ja, du unappetitlich. Und das, verlierst die Lust, ja, du verlierst die Lust an ja, Politik. das ist so schizophren auch, was sich die Menschen da antun. Ja, das ist schon erschreckend, dass man nicht in der Lage ist, mal über den eigenen Tellerrand rauszudenken. Die denken bis zur Stubentür und das war's dann, ja. Und das ist Die schon. denken ja weiter, das ist ja das Schlimme. Aber sie reden anders. Ich weiß doch, man muss doch annehmen, dass Merz, Linnemann und wie sie alle heißen, Söder und was weiß ich, dass die was im Kopf haben und genau wissen, was sie tun. Naja, Das ist ja das Schlimme. die wollen zurück an die Honigtöpfe des Landes. Also ich meine, guck dir doch den Dobrindt an, guck dir den Scheuer an, was die für Milliarden verschoben haben. Die laufen bis heute frei rum, die werden noch hoch gelobt und Söder freut sich über die Massen an Geld, die nach Bayern gekarrt haben. Und das kümmert keiner, die wählen wir halt wieder. Ja, die kann man ja auch wählen. Mein Gott, Ja, es sind auch nette du Jungs. hast die Idee. Naja, lass uns für heute mal gut sein. Wir haben unsere 2x5 Minuten ohne Halbzeitpause und ohne Werbeblock.
und wieder um. Genau. Lass den Leuten doch ein Stück Sonntag noch bis 18 Uhr. Genau, dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag und mal sehen, was wir morgen zu besprechen haben nach 18 Uhr.